I was walking down the central Tokyo with my Ich son spazierte mit in the meinem Sohn im school Kinderwagen and I was und with mit my einer Freundin friends durch and Tokio. after Wir months we haben were einfach traveling the Spaß gehabt. street and just having fun. I was in my apartment Ich war in meiner Wohnung im sechsten Stock. a sixth floor. Es war It ein was actually sonniger a good Tag. day, like a Alles war wie bright sonst. sky, a bright day, and everything went normal. I was gonna have Ich hatte an dem like Tag ein sort of the Bewerbungsgespräch. interview on that day. I was at the Haneda Airport, Haneda International Airport. Ich bin um Viertel vor drei am Haneda Flughafen gelandet 2:45 und beeilte mich, den Bus nach Hause zu erreichen. I was hurried to catch the bus to my city. Ich war in meinem Büro. Es war kurz vor drei. Ich war in Sendai auf Arbeitssuche. Ich war im Englischunterricht und hatte keine Lust. Deshalb habe ich die Minuten gezählt. Ich bin Matrose. Unser Schiff erreichte Sendai um 11.30 Uhr. Wir entschieden uns, an Land zu gehen. We decided to go on shore. Der 11. März war ein Freitag. Das war für mich ein ganz normaler Tag. Ich gehe in der Regel dann zur Arbeit ins Goethe-Institut. Ja, Frühlingsbeginn, die Tage werden ein bisschen wärmer, die Sonne hat geschienen. Für mich war es ein ganz normaler Tag, der ganz normal angefangen hat. Zuerst war es kein schweres Erdbeben, aber dann wurde es sehr, sehr stark. Ich hörte die Alarmanlagen der Autos. Es war zuerst ein kurzes, kleines Vorbeben und ich habe immer eine Flasche Wasser auf dem Tisch und habe dann gesehen, dass es vibriert hat, dass der Wasserpegel geschwankt ist. Anfangs war ich ruhig, aber nach 30 Sekunden bekam ich große Angst. Ich dachte, das ist das Ende der Welt. Die ersten Sekunden gab es nur kleine Beben, aber sie wurden immer stärker. Es gab richtig schwere Erschütterungen. Der Haneda-Flughafen ist auf aufgeschüttetem Land gebaut, wirklich solide. Doch dort hat alles gewaltig gewackelt. Während des Erdbebens war ich an der Bushaltestelle und wollte eigentlich in einen Bus einsteigen. Um mich zu schützen, bin ich zu einer Wand geflüchtet. Dort konnte mir nichts auf den Kopf fallen. Ich konnte es kaum glauben. Das Beben war einfach unvorstellbar. Ich war im sechsten Stock. Es hat wie ein normales Erdbeben angefangen. Stärke 3 oder so.
Als ich bemerkt habe, wie stark es ist, habe ich mit meiner Kamera gefilmt. Zwei Monate vor dem Beben hatten wir eine Erdbebenübung. Wir mussten unter die Schultische kriechen. Danach suchten wir Schutz im Park nebenan. I learned how to behave when earthquake happens in my elementary school. In der Schule habe ich gelernt, mich unter dem Tisch zu verstecken, wenn es zu einem Erdbeben kommt. We should hide under the desk. I was hiding under the desk for a while, but it didn't stop. Ich hatte mich unter dem Tisch verkrochen, aber das Beben hat nicht aufgehört. Ich hatte Angst allein im Zimmer. Also bin ich rausgegangen. Outside of my room. Ladies and gentlemen, we are very sorry for the unforeseen circumstances. We must cancel the remainder of Es war das erste Mal, dass ich so ein starkes Beben erlebt habe. Ich geriet in Panik und fing an zu weinen. Ich war von mir selbst überrascht. Ich kroch unter den Tisch und blieb da. Gehen war fast unmöglich. Anfangs waren die anderen Schüler ruhig, genau wie ich. Aber dann fingen wir an zu schreien. The shakes lasted about more than 1 minute. So I just. Die Erschütterungen dauerten länger als eine Minute. Wir blieben mitten auf der Straße stehen. Ich griff den Arm meiner Freundin und hielt meinen Sohn fest. Sogar die Taxis stoppten. Autofahrer bekommen kleine Beben meist nicht mit. Aber diesmal sind alle stehen geblieben. Wir schauten uns an. Was wird jetzt passieren? Unser Vorstellungsgespräch wurde natürlich abgesagt. Ich hörte, dass andere Studenten in eine Schule geflüchtet waren. Für uns hat man Zimmer im Hotel gebucht. Wir waren 16 Leute, aber sie konnten uns nur 5 Zimmer geben. Dann habe ich an einem Gebäude eine riesige Rauchsäule aufsteigen sehen. Als ich aus dem Haus kam, habe ich auf meinem Handy die Nachrichten gelesen. Da stand es schon: Erdbeben der Stärke 9,0 im Norden. Bei Fukushima und Sendai. Wir haben den Fernseher eingeschaltet und da flog ein Hubschrauber, der nach Wellen Ausschau hielt.
10 Minuten nach dem ersten Beben haben wir gesehen, wie die ersten Wellen Japan erreichten. Okay.